Wie kann ich verborgene Traumata erkennen und auflösen? Diese Frage habe ich heute auf Instagram bekommen und fand die Frage sehr, sehr spannend, dass ich sie mit euch teile. Falls du mir noch nicht folgst, folge mir auf Instagram. Ich zeige fast täglich ein paar Einblicke aus meinem Alltag, falls es dich interessiert. Wie kann ich jetzt bei mir verborgene Traumata erkennen? Die können wir in der Regel nur erkennen in Beziehungen. In Beziehungen zum Partner, in Beziehungen mit diesem Menschen, mit dem du lebst. Umso enger du mit jemandem zusammen bist, desto mehr werden Traumata sichtbar, weil dein Gegenüber immer, du auch, ich auch, wir alle, unbewusst den Finger in die Wunde des Gegenübers legen, mit dem wir zusammen sind. Das kann man auch bei Kollegen, wenn du sagst, ich habe aber keinen Partner, aber ich gehe arbeiten. Wenn du 8 Stunden am Tag oder mehr mit bestimmten Kollegen immer unterwegs bist, immer unterwegs ist auch gut, zusammenarbeitest, können da auch schon Traumata sichtbar werden, wie ignoriert werden, wie erniedrigt werden, belogen, hintergangen werden, was auch immer dein Thema ist. Das heißt, wenn du in einer Beziehung zu egal wem eine Schwierigkeit hast, steckt dahinter Traumata. Und das ist etwas, was die Menschheit immer mehr lernt. Psychologie weiß es schon lange, Therapeuten wissen es in der Regel auch lange, nicht alle Therapeuten. Es gibt auch genug Therapeuten, die dann einfach nur in der Vergangenheit rumwühlen und in der Geschichte rumwühlen und das war's. Hier geht es ja darum, erkennen, okay, ich bin in einer Beziehung zu einem Menschen, zu einem Kollegen, zu meinem Nachbarn, was auch immer. Also es muss keine intime Beziehung sein. Eine Beziehung ist, dass du mit Menschen zu tun hast, jeden Tag, mehrere Stunden. Umso enger, desto mehr Traumata werden sichtbar. Wie kann ich es jetzt auflösen? Erstmal erkennen, was tut mir weh in dieser Beziehung? Was ist das für eine Energie? Was sind das für emotionale Schmerzen? Und dann dich mit diesen Gefühlen verbinden, mit diesen Gefühlen bleiben. Das ist natürlich unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Es gibt Menschen, die haben sehr, sehr starke, tiefe Traumata, gerade bei sexuellem Missbrauch und so weiter. Da würde ich wirklich mit einem Therapeuten zusammenarbeiten. Und wenn ganz viel Gewalt da war, würde ich auch mit einem Therapeuten arbeiten, weil es Anteile in dir gibt, die versuchen, dich zu beschützen und diese Gefühle unterdrücken, dass du gar nicht erst daran rankommst. Wenn du aber merkst, irgendwas stimmt nicht, weil ich immer wieder in denselben Problemen lande, dann steckt dahinter Traumata. Das ist ein Gefühl, das sich immer wieder bei dir meldet, bis du mit diesem Gefühl bleibst, es akzeptierst und annimmst, ohne immer wieder den Schuldigen zu suchen oder andere zu verurteilen. Natürlich, in unserer Welt ist es richtig, wenn ein Kollege dich seit Jahren mobbt, dass du sagst, hey, stopp jetzt, das geht nicht und der ist schuld, auf jeden Fall. Aber da steckt auch mehr dahinter, als nur, dass der Kollege dich mobbt, sondern dass in dir Traumata ist, das in die Heilung gebracht werden möchte, das erkannt werden möchte, das Gefühl möchte in deinem Körper gefunden werden, anerkannt werden. Und dann, du musst nicht unbedingt wissen, was in der Vergangenheit passiert ist, aber dich liebevoll begleiten. Das heißt, du hast zum Beispiel das Gefühl der Erniedrigung und der Ohnmacht, mit dieser Erniedrigung und mit dieser Ohnmacht zu arbeiten, mit ihr zu bleiben und dir Gutes zu tun. Was bräuchtest du jetzt, wo du die Ohnmacht spürst? Oder was hättest du damals gebraucht, auch wenn du nicht weißt, was das für eine Situation war? Als Kind, was hättest du gebraucht, als du Ohnmacht gespürt hast? Vielleicht einen Erwachsenen, bei dem du dich sicher fühlst, der dich in den Arm nimmt, der die Sicherheit gibt. Wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, unten ist ein Link. Klick drauf und da sind weitere Informationen. Ich bin gerne für dich da.